So, hallo und willkommen. Moin, moin aus Hamburg zum Euro Truck Simulator 2 nach langer Zeit mal wieder. Ja, wir fahren heute ein schweres technisches Teil. Hier unten rechts sehen wir schon eingeblendet. 44 Tonnen schwer von Köln nach Amsterdam. Nicht mit dem eigenen Truck, sondern mit dem Truck der Spedition. Köln bis Amsterdam ist nicht allzu weit. So, ich muss hier gerade noch was einstellen. Also ein schweres technisches Teil. Muss ich gerade mal gucken. Ich habe nämlich gerade keinen Ton auf den Ohren. Warum auch immer. Irgendwie habe ich hier keinen Ton auf den Ohren. Muss ich mal kurz gucken, was hier los ist. So. Tipp, tipp, tipp. Warum habe ich jetzt kein Ton. Okay, das funktioniert. Nur der Sound vom Euro Truck Simulator wird hier gerade. Da kommt nichts. Da kommt nichts, da kommt nichts. Aber warum? Sehr gute Frage. Ich habe keinen Sound. Dementsprechend werde ich den Euro Truck Simulator nochmal neu starten müssen. Und dann hoffentlich nur der Sound vom. Und dann gleich hoffentlich mit Sound zurückkehren. Ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Okay, jetzt müsste ihr Sound haben und ich habe Sound. Alles klar. Das ist doch schon besser jetzt. Alles klar. So. Jetzt ist die Frage, hat der den Auftrag gespeichert oder müssen wir ihn nochmal neu starten? Er hat ihn noch drin, okay. Also wir sehen es hier oben links auch eingeblendet. Spezialtransport, schweres technisches Teil von Köln, Deutschland natürlich nach Amsterdam in den Niederlanden. Immerhin eine Vergütung von ja, etwas über 10.500 Euro. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir hier auch gleich mal durch. Wir sehen hier auch die Abmessung 6 x 6 x 5 Meter. Haben es ja eben schon mal kurz gesehen. Es handelt sich um meine Kiste. So. Okay, Sound funktioniert jetzt also. Hier sehen wir die Kiste, um die es sich handelt. Also mit ordentlich, ja, Überbreite, muss man ja sagen. Das ist natürlich nicht ohne.
starten schon mal den Motor. Licht haben wir an. Die Rundumleuchte natürlich ganz wichtig. Ja, diese Überbreite ist natürlich schon, das ist natürlich schon Wahnsinn mit der Kiste. Aber gut, ich würde sagen, wir setzen uns hinter das Lenkrad und dann können wir hier auch gleich loslegen. Ich muss noch mal den Sitz einstellen, weil ich finde doch, wir sitzen da ein wenig zu weit oben. So, okay. Ja, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Ja, wie hupt denn da? Okay. Jetzt kommt die erste schwierige Kurve im Prinzip schon. Wir wollen da ja nicht an dieser Mittelplanke irgendwie hängen bleiben. Das ist mir nämlich schon des Öfteren mal passiert, aber wir sehen schon, da sollten wir relativ gut diesmal vorbeikommen. Jawohl. So. Dann folgen wir mal unserem Fahrzeug. Hier sehen wir, dass wir verlassen Köln auch schon. Hoffen jetzt einfach mal auf das Beste. Weil wir sehen, diese Kiste hat natürlich eine enorme Überbreite, was einfach natürlich dann noch schwieriger ist, wirklich die Kurven und so weiter zu nehmen. Polizei auch zur Sicherung. Sicherheit und zur Absicherung dabei. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. So, wir sehen es schon im Spiegel. Die Ampel haben wir soweit, aber das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass es da noch ein Schild gibt. Das wollen wir natürlich auch nicht unbedingt mitnehmen. So, das sieht doch gut aus. Ja, ich spiele mit Lenkrad und Pedalen natürlich. So, der LKW tut sich auch schon recht schwer, hier bergauf zu kommen. Man merkt es, also ich habe das Pedal komplett durchgedrückt. So. Jetzt haben wir auch Gegenverkehr. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Weil das Fahrzeug vorne auch schon. Wir müssen wieder abbiegen. Die Fahrzeuge warnt, das wollte ich gerade sagen. So, wir scheren ein bisschen nach links aus und ziehen dann nach rechts. Okay. Gut, das war sehr gut. Wer auch immer da gehupt hat, ich kann es auch. Eieieiei. Also wie gesagt, das sind 44 Tonnen, die wir haben. Okay. Wir warten auf das hintere Begleitfahrzeug, gucken dann einfach mal hier aus dem Fenster und sehen auch schon, da kommt einiges an Fahrzeuge.
So, jetzt haben wir natürlich die kleine Problematik. Wir müssen natürlich rechts aufpassen, dass wir mit der Kiste nicht an der Leitplanke hängen bleiben. Und links aufpassen wegen den Fahrzeugen, die uns natürlich trotz alledem noch überholen. Weil wir natürlich rechts den Vorteil des Standstreifens haben, den wir da so ein bisschen mit ausnutzen können. Bei diesen Spezialtransporten, Schwertransporten ist es ja so, dass erst das hintere Fahrzeug den Spurwechsel vollzieht und erst dann dürfen wir rüberziehen. Und rechts sehen wir es eingeblendet, Tobias G. ist im Level aufgestiegen. Tobias G., einer meiner Mitarbeiter. So, wir haben jetzt noch 242 Kilometer vor uns, das ist nicht weit. Sie haben Post, jo. Also der Mercedes-Benz-LKW tierisch hässlich von innen, finde ich. Also das Ding gefällt mir immer überhaupt nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Soll es halt auch geben. Schon recht knapp, wenn die Fahrzeuge links überrollen. Also es ist wirklich nicht viel Platz zwischen den Fahrzeugen und der Kiste, die wir hinten drauf haben. Die, wie gesagt, eine enorme Überbreite hat. So. Die Begleitfahrzeuge sind drüber. Wovor ich ja immer so ein bisschen Angst habe mit diesen schweren Kisten, ist, wenn diese extrem engen Kurven kommen, wo links und rechts vor allem dann noch Leitplanken sind. Sowas wie hier ist noch in Ordnung, weil wir rechts keine Leitplanke haben. Aber es gibt halt auch solche ähnlichen Kurven, da sind links und rechts Leitplanken. Oh, wir müssen ein bisschen auf die Bremse gehen. Es geht hier ganz schön bergab. Ich hatte mal einen Transport auch mit solch einer Kiste oder einer ähnlichen Kiste. Und da war es dann wirklich so, dass es da eine Kurve gab. Die Kurve selber war nicht allzu eng, aber es war halt das Problem mit diesen Leitplanken links und rechts. Und man ist da so überhaupt nicht durchgekommen. Also man hat die Kiste eigentlich immer auf einer Seite, auf der rechten oder auf der linken Seite der Leitplanke eigentlich immer oben drauf gehabt und musste sie sozusagen auf der Leitplanke mitschleifen. Aber bisher sind wir hier gut durchgekommen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viel durch die Stadt gleich fahren müssen, sondern dass das wirklich Autobahn und dann vielleicht Land oder irgendwas ist. Ich weiß nicht genau, wo wir da Amsterdam hin müssen. Aber ich ahne schon, dass wir da wahrscheinlich sogar noch ein Stück in die Stadt rein müssen. Und dann könnte es mit der Kiste doch wieder ein bisschen eng werden, aber wir sind da relativ sichere Fahrer und das sollte dann eigentlich ohne Probleme über die Bühne zu bringen sein.
bremst er aber doch auf einmal ziemlich hart ab, warum auch immer. Da habe ich mich doch ganz schön erschrocken gerade. Vor allem, wenn man mit Tempomat fährt und man rechnet auf einmal überhaupt nicht damit, dass der vor einen so extrem hart abbremst. So, tanken brauchen wir Gott sei Dank nicht. Diese Spezialtransporte und Schwertransporte, die sind natürlich in der Regel schon so, dass man keine Tankstellen anfahren braucht. Die LKWs sind vollgetankt. Und die Strecken sind in der Regel nicht so weit. Und selbst wenn, dann müsste man halt den Hänger einmal abkoppeln und dann tanken und zurück zum Hänger. Das ist also notfalls auch nicht so das Problem. Also die Autobahn ist schon recht gut befahren hier. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich auch eine Mod drin habe, wodurch halt auch ein bisschen mehr Verkehr ist und teilweise oder hin und wieder halt auch mal Staus. So, jetzt müssen wir ein bisschen nach links rüber, sonst bleiben wir da mit der Kiste hängen und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das ist also eine von einigen Mods, die ich installiert habe. So, wir haben noch 140 Kilometer vor uns. Auch das sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. Wir haben ausgeschlafen, das heißt, wir haben auch nicht das Problem, dass wir irgendwo eine Pause machen müssen. So, nächste Kreditrate wurde gezahlt. Das heißt, wir sind jetzt, Kontostand ist ein bisschen im Minus. 32.750 Euro. Das heißt, es wird Zeit, irgendwann mal wieder am besten ja einen großen, einen langen Auftrag anzunehmen, wo man eine weite Strecke hat von am besten so 3000 Kilometern oder mehr. Ich glaube, das längste, was ich mal gefahren bin, waren 3400. Und da habe ich dann knappe 80.000 bekommen. Das vordere Begleitfahrzeug warnt andere Verkehrsteilnehmer. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit zur Vermeidung von Kollisionen an. Natürlich. So. Jetzt müssen wir Gott sei Dank noch nicht abbiegen. Ich habe so ein bisschen Angst vor der nächsten Ausfahrt. Wenn die kommt. So. So, mal gucken. Rechts haben wir einen Streifenwagen. Kein Problem. Auch dort sind wir souverän vorbeigekommen. Ja, aber die Beschleunigung die lässt schon zu wünschen übrig, wenn es bergauf geht. Und es ist ja wirklich keine extreme Neigung. Also ich will nicht wissen, wie es ist, wenn es mal wirklich richtig bergauf geht. Und es sind ja auch nur 44 Tonnen an Gewicht, die wir haben. Also ich habe da schon ganz andere Transportgeschichten gehabt mit, ich weiß nicht, das Schwerste, was ich hatte, waren glaube ich 70 oder 77 Tonnen. Wir sind ja auch rechts unten eingeblendet. Das ist alles in Ordnung, keine Schäden. Weder die Zugmaschine, noch der Hänger, noch die Lieferung, die Ware. Alles in Ordnung. Noch. Betonung liegt auf noch.
So, die letzten 95 Kilometer. Na, was kommt denn da für einer neben uns angedüst? Mal sehen es oben auch. Es ist ein bisschen windig hier auf der Brücke. Mal einen Blick aus dem Fenster werfen. Ach, schön. Also viele LKWs hier jetzt unterwegs. Der dritte in Folge, der uns überholt. Da kommt auch schon der vierte. Der hat schöne Sportflitzer hinten drauf. Ja, natürlich. Naja, Sportflitzer. So. Geht bergab. Okay, nächster Spurwechsel. Eieiei, jetzt kommt's. Also, jetzt müssen wir hier die gleich die Ausfahrt nehmen. Also noch ist es nicht diese, aber die nächste dann. Und hier ist es jetzt auch schon sehr eng. So. Die Kollegen der Polizei fahren erstmal vor. Jetzt warten wir, dass das hintere Begleitfahrzeug die Strecke so weit sperrt, dass hier keine Fahrzeuge mehr vorbeifahren können. Na gut, wir sehen jetzt nicht allzu viel. So, ich sehe jetzt allerdings das große Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn es halt wirklich sehr, sehr eng wird und wir haben jetzt diesen, ja, guten Abschnitt, wo es wirklich eng wird. Also, wenn wir uns das mal genau angucken, die Kiste links ist nicht mehr viel Platz und ja, und die haben wir rechts, also das wird definitiv nicht passen. Das sehe ich so schon. Das heißt, wir versuchen noch mal einen Tick nach links rüber. Eieieiei. Also das ist hier jetzt wirklich Schwertransport mit. Extrem. Ja, hinter uns staut sich das schon, aber das ist nun mal so. Also es ist jetzt extrem eng hier. Und das ist eigentlich diese Situation, wo es nicht wirklich möglich ist, die Kiste ohne Leitplankenberührung irgendwie wegzubekommen. Es ist nicht möglich. Jetzt wird es schon ein wenig schwieriger, hier wegzukommen mit dieser Kiste. Okay,
Okay. Eieieiei. So, die Planke, Leitplanke ist gleich vorüber. Wunderbar. Wir haben auch keine Schäden genommen, auch die Kiste nicht. Manchmal ist es einfach so, dass man da nicht anders durchkommt. So, das vordere Begleitfahrzeug wartet schon vorne irgendwo auf uns. Auch hier die Polizei wieder, die alles absichert, damit wir heil und ohne Probleme vorbeikommen. Okay, sehr gut. Da haben wir erst das Begleitfahrzeug. So, die Differentialsperre wieder deaktivieren. Und jetzt warten wir auf das hintere Begleitfahrzeug. Und sobald das da ist, geht's dann weiter voran. Da hinten sehen wir schon oben links, wie es den Kreisel nach oben nimmt. Da kommt es schon. Heißt für uns, es geht gleich weiter, jawohl. Und wir können weiterfahren. Ich denke ja auch jetzt auf den letzten 33 Kilometern wird nichts mehr kommen, was unseren Transport irgendwie aufhalten könnte, beschädigen könnte oder sonstiges. Gehe ich einfach mal stark von aus. So, die letzten 14 Kilometer. Ich denke, dass wir auch die unbeschadet überstehen werden. Schöne Shell-Tankstelle. So, jetzt haben wir es. So, wir sind in Amsterdam gleich. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier gleich rechts raus. Was wir hoffentlich ohne Probleme irgendwie hinbekommen. Mal gucken. Also, wir müssen natürlich hier so ein bisschen über den Rasen fahren aufgrund der Überbreite. Sieht aber gut aus. So, 2 Kilometer noch, da sind wir am Ziel. Über rote Ampeln dürfen wir natürlich rüber. Auch das darf man nicht vergessen. So. Und
Tag, Herr Polizist. Gut, wir sind von Köln nach Amsterdam, haben unser Ziel erreicht. Hier brauchen wir das Paket, hätte ich beinahe gesagt, auch nur an der Straße abstellen. Haben also kein großes Einparken vor uns. So. Ja, das war's. Die Fracht ist bereit. Ja, und wir sind am Ziel angekommen. Köln nach Amsterdam ohne Probleme. Sehr schön. Okay. Ja, das war's dann erstmal mit dem Euro Truck Simulator 2. Gleich werde ich noch ein bisschen WWE Supercard spielen und streamen. Also wer Interesse hat, kann gerne dabei sein. Ja, WWE Supercard jetzt gleich hier. Also, bis gleich oder bis die Tage.